Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige hier die Verwendung von Calculation auf dem Casio FX91DE. Calc ist diese Taste beschriftet, wir sehen die hier. Sie ermöglicht das wiederholte Berechnen komplexer Ausdrücke. Das werde ich an zwei einfachen Beispielen zeigen. Wenn Sie die Table-Funktion kennen, werden Sie das zunächst vielleicht nicht für sinnvoll halten. Der Vorteil von Calculation liegt allerdings darin, dass Sie mehrere Werte gleichzeitig verändern können bei jedem Rechenschritt. Das ist mit der Table-Funktion nicht möglich. Bei der Verwendung von Calculation werden die Speicher A, B, C, D, E, F und M genutzt. Werte werden dort hineingeschrieben, die verändern sich also dabei. Und es können auch X und Y benutzt werden, wobei ich im zweiten Beispiel zeigen werde, dass das mit einer gewissen Vorsicht zu genießen ist. Man sollte also vorzugsweise diese 7 Speicher benutzen. Im ersten Beispiel werde ich einfach zeigen, wie dieser Ausdruck dreimal Speicherwert von A plus dem Speicherwert von B wiederholt berechnet werden kann. Und jedes Mal gebe ich wieder andere Werte für A und B ein, sodass ich also wiederholt diese Berechnung durchführen kann. Ich werde dann zeigen, dass mit Recall der Speicher komplett wieder abgefragt werden kann. Hier nun das einfache Beispiel. Ich möchte dreimal A plus B berechnen. Gebe ein 3 mal A plus B, drücke jetzt die Calculation-Taste. Es wird mir der derzeitige Inhalt von A angezeigt. Wenn ich den übernehmen möchte, muss ich auf das Gleichheitszeichen drücken. Ich möchte jetzt aber einen anderen Wert eingeben, 4 gleich. Dieser Wert ist nun gleich auch im Speicher A abgelegt worden. Für B will ich den Wert 7 gleich, nochmal gleich und ich sehe das Ergebnis von 19. Drücke ich jetzt wieder das Gleichheitszeichen, so geht es von vorne los. A setze ich auf 5, B auf 74 und es kommt ein anderes Ergebnis raus natürlich. An dieser Stelle möchte ich nochmal zeigen, wie man nun die Werte aus dem Speicher komplett abfragen kann. Das geht mit Recall, Shift, Recall und ich sehe alle Werte, die im Speicher abgelegt sind. Ich werde nun ein komplizierteres Beispiel zeigen, das an sich schon ganz interessant ist, bei dem aber vor allem auch klar werden soll, dass die Verwendung des Speichers X problematisch sein kann. Denn es scheint nur so zu sein auf den ersten Blick, dass hier der Speicher x benutzt wird. Das ist tatsächlich nicht der Fall. In diesem Beispiel soll ein Integral berechnet werden. Das geschieht auf dem Casio 991 numerisch. Und zwar das Integral über x dx in den Grenzen von a bis b. Die Grenzen sollen nun im Speicher a und im Speicher b stehen. Der hier scheinbar auftauchende Speicher x ist aber tatsächlich nur die Integrationsvariable, die hier angegeben werden muss, damit der Taschenrechner weiß, wie die Integration durchzuführen ist. X hat also hier nicht die Bedeutung des Speichers. Das sollten Sie hierbei unbedingt verstehen. Ich werde das nun durchführen. Ich werde nun also dieses Integral berechnen, das Integral über x dx in den Grenzen von a bis b. Wobei diese Grenzen a und b in den Speicherstellen a und b stehen werden. Ich werde anschließend mit der Calculation-Taste diese Werte immer wieder verändern können, sodass immer wieder diese Berechnung neu durchgeführt wird und ich jeweils die Ergebnisse sehe. Ich schreibe zunächst zwei Werte in die beiden Speicher a und b. 1 Store a, 4 Store b. Ich kann mit der Recall-Taste mir den Speicher ansehen. A ist 1, B ist 4. Ich gebe jetzt das Integral ein. X in den Grenzen von A bis B. Gleichheitszeichen betätigt. Es kommt schon ein Ergebnis raus. Es ist tatsächlich so, dass die Werte aus dem Speicher gezogen worden sind und dieses Integral schon berechnet worden ist. Drücke ich nun die Calculation-Taste, so fragt er mich nach dem Wert von x. Der spielt hierbei keine Rolle.
denn x ist hier die Integrationsvariable. Es wird kein Wert für x hier eingesetzt an dieser Stelle, sondern es wird eine Funktion gebildet und anschließend wird die Fläche unter dieser Funktion in den Grenzen von a bis b berechnet. Dabei wird x nicht benötigt, denn das Ganze wird numerisch durchgeführt. Das täuscht also an dieser Stelle. Muss ich hier leider zurückblättern. Ich sehe, dass im Speicherplatz A der Wert 1 steht. Den werde ich jetzt ändern auf 0. Gleichheitszeichen. B werde ich auf 2 setzen. Gleichheitszeichen. Und die Berechnung ist durchgeführt worden. Wieder das Gleichheitszeichen. Es wird wieder nach x gefragt. Ich muss wieder zurückblättern, wenn ich A und B ändern will. 1 gleich 78 gleich. Und die Berechnung wird wieder durchgeführt. Ja, ich hoffe, dass Sie aus dem Video etwas mitnehmen konnten. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und natürlich noch mehr über ein Abo. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.